bin Antje von Debitz von VD Sport. Ich bin die Geschäftsführerin von VD Sport. Und seit 2008 haben wir unser gesamtes unternehmerisches Tun auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Unser erklärtes Ziel ist, das nachhaltigste Outdoor-Unternehmen Europas zu werden. Und wir begleiten das auch durch transparentes Messinstrumentarium, wie durch EMAS beispielsweise. Im Unternehmen selbst beinhaltet es, dass wir all das, was wir tun, in jedem unternehmerischen Bereich immer vor die Frage stellen, ist es sozial, ist es ökologisch, ist es ökonomisch, und immer den Gleichklang bringen. Also so Beispiele sind beispielsweise, wir haben eine Kinderbetreuung am Standort, wir arbeiten an Logistikkonzepten, die grün sind, wir servieren Öko-Essen und Fairtrade-Kaffee bei uns im Haus, wir haben Energiesparlichtkonzepte, wir haben nur Ökostrom etc. etc. in allen Bereichen. Das Wichtigste für uns ist natürlich, wie auch für die Konsumenten, die Produkte, denn da haben wir den meisten Einfluss und die meiste Verantwortung. Und hier ist natürlich das erklärte Ziel, die gesamte Produktpalette ökologisch und sozial herzustellen. Bis 2015 möchten wir dieses Ziel erreicht haben, dass wir eben 80% der gesamten Kette hergestellt haben. Darauf zählen wir vor allem auf zwei Standards. Einer im sozialen Bereich, das ist Fairware. Da geht es darum, jede einzelne Produktionsstätte nach fairen und sozial höchsten Standards zu zertifizieren und zu auditieren und gemeinsam mit dem Produzenten an Verbesserungen der Situation zu arbeiten. Und der zweite Standard ist BlueSign. BlueSign kann man sich vorstellen wie so eine Art Reinheitsgebot. Da geht es darum, alles, was in der Produktionskette auftaucht an Farbstoffen, an Materialien, an Maschinen, auf denen gearbeitet wird, etc., ist zertifiziert. Also man weiß ganz genau, was reinkommt. Man weiß ganz genau, mit wem man zusammenarbeitet, um dann sicherzustellen, dass dadurch am geringstmöglichst wenigstens Wasser und Energie verbraucht wird beispielsweise, dass keine Schadstoffe freigesetzt werden während des Produktionsprozesses und dass am Ende eben dann ein 100% schadstofffreies Produkt, das möglichst ressourcenarm hergestellt wurde, also so umweltfreundlich wie möglich. Als Outdoor-Ausrüster ist natürlich die Natur unsere Spielwiese und wir sind alle gerne draußen und wissen, was es zu bewahren gilt. Also das ist ein ganz großer intrinsischer Motivator, Natur zu schützen, Biodiversität zu schützen. Und da setzen wir an verschiedenen Aspekten eben an. Einmal natürlich, dass das ganze Gelände unter biodiversen Gesichtspunkten umgestaltet wurde. Aber am wichtigsten natürlich wieder die Produkte. Und hier ist es so, eben durch diesen BlueSign-Standard stellen wir sicher, dass eben auch jeder Produzent in Asien, der mit uns produziert, Klärwasseranlagen hat und ganz sensibel eben mit der Ressource Wasser umgeht. Wenn man sich in China umschaut und die stinkenden Flüsse sieht, dann erkennt man, dass die Produktion da wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Biodiversität hat. Einen ganz wichtigen Aspekt legen wir aber auch auf den Punkt Konsumentensensibilisierung. Das heißt für uns ganz konkret eben auch aufzuzeigen, welche Verantwortung hat der Konsument, nämlich mindestens 30% eben am CO2-Ausstoß eines Produkts im gesamten Produktlebenszyklus. Und wie kann er seine Verantwortung eben durch schonende Wäsche, durch langjährige Tragen sozusagen, aber auch durch Reparieren, wir haben einen eigenen Reparaturservice, oder eben durch Recycling, wir verwenden viele recycelte Materialien, bieten auch Recycling bald wieder an. Wie kann er diese Verantwortung wahrnehmen? Und das tun wir, indem wir das eben auf dem Internet einerseits eben ausführlich berichten und andererseits eben, indem wir es spezifisch eben auch auf den Hangtags hinweisen.